Im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus bitte ich euch herzlich willkommen. Wir sind dankbar, dass wir heuer deutsche Weihnachten feiern können. And before I go any further, did anybody not know what I just said? Be honest. Okay. Welcome, and we're glad that you're here. You'll get a golden star for your bravery to attend a service where you're not familiar with the language. Just a few items for your comfort are restrooms. As you leave the sanctuary, make a sharp left, oops, and you'll find them. Also, after the service, there are refreshments in room 211. And our usher, Mark, will point you in the right direction. So please stay for some refreshments and fellowship after the service. So with that, we are now ready to switch over completely into the German language. If you need to fall asleep during that, that's fine. Also, at various parts of the service, we may ask, if you wish to stand, I will say, die Gemeinde erhebt sich. That's a nice way of saying, get up. But if you'd rather, if you're comfortable sitting or staying seated, that's fine too. And I think with that, the English will come to an end. Let's begin now with our opening Advent hymn. Macht hoch die Tür, die Gemeinde erhebt sich. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Gott. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. König ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, auch unsere Not zum Ende bringt. Der Halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. Komm hoch, mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür, dir offen ist. Ach, zeug mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit uns erschein. Er weist uns Führ und Leid, den Weg zur ewigen Seligkeit. Im Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Herr. Im Namen Gottes des Vaters, Gottes des Sohnes und Gottes des Heiligen Geistes. Amen. Uns ist ein Kind geboren, Halleluja. Sohn ist uns gegeben. Halleluja. Freue dich sehr. Siehe, dein König kommt zu dir. Halleluja.
ein Gerechter und ein Helfer, Halleluja. Bereitet den Weg dem Herrn, Halleluja. Machet seine Steige richtig, Halleluja. Das Wort ward Fleisch, Halleluja. Wohnte unter uns, Halleluja. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbar, Rat, Held, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich. Dass er es zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Gemeinde setzt sich. Da komm ich her, ich bring euch gute neue Mär. Der guten Mär bring ich so viel, davon ich sein und sagen will. Euch ist ein Kindlein heut geboren, von einer ein Kindelein so zart und fein, das soll euer Freud und Wonne sein. Er ist der Herr Christ, unser Gott, der will euch führen aus aller Not, er will euer Heiland selber sein. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du aus großer Gnade und Barmherzigkeit deinen eingeborenen Sohn hast für uns Mensch werden lassen und durch ihn uns von Sünden und ewigem Tod befreit hast. Wir bitten dich, erleuchte unsere Herzen durch deinen Heiligen Geist, dass wir dir für deine große Gnade dankbar sind und in allen Nöten und Anfechtungen darin unseren Trost finden. Durch deinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Die Weihnachtsepistel befindet sich im Briefe St. Pauli an Titus im zweiten Kapitel vom 11. bis zum 14. Vers. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken. Das ist Gottes Wort. Die Gemeinde erhebt sich bitte. Das Weihnachtsevangelium aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangelium vom 1. bis zum 20. Vers. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr
in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Soweit das Weihnachtsevangelium. Wir bekennen nun gemeinschaftlich unseren heiligen christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen einigen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren aus Maria, der Jungfrau, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Die Gemeinde setzt sich bitte. Die Gemeinde erhebt sich bitte.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Unser Text befindet sich im zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums, der 10. und 11. Vers. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, der Herr in der Stadt Davids. Soweit unser Text. Die Gemeinde setzt sich bitte. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Während der Weihnachtszeit werden wir mit einem Haufen von besonderen Weihnachtsfilmen beinahe zugeschüttet. Sie haben wahrscheinlich mindestens einen davon gesehen. Rudolf, das rotnasige Rentier. Frosty, der Schneemann. Der Grinch, der Weihnachten stahl. Es ist ein wundervolles Leben und ein Weihnachtslied von Charles Dickens, um nur einige zu nennen. Die meisten dieser Programme haben in Wirklichkeit sehr wenig oder manchmal überhaupt nichts mit dem Hauptereignis von Weihnachten zu tun, nämlich von der Geburt unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Es gibt jedoch einen besonderen Weihnachtsfilm, der sich wirklich darauf konzentriert, was Weihnachten ist. Vor 58 Jahren war Weihnachten mit Charlie Brown zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen. Einige meinten, das wolle doch niemand sehen. Andere befürchteten, die Bibelverse könnten die Zuschauer verärgern. Manche wollten, dass der Verfasser die Weihnachtsgeschichte ganz wegließ. Aber Charles Schulz, der Künstler, wollte sie drin behalten. Die Sendung wurde ein Riesenerfolg und läuft seit 1965 jedes Jahr. In diesem besonderen Weihnachtsfilm treffen wir die bekannten und geliebten Charaktere aus der Comicserie Peanuts. Da ist Charlie Brown, ein unverbesserlicher Jugendlicher, der scheinbar nie etwas richtig machen kann. Charlie Brown ist ein echter Pechvogel. Dann ist da Lucy, das unverblümte, dominierende Mädchen, das sie freut sich nur, wenn sie etwas kritisieren kann oder wenn sie was zu meckern hat. Das ist Lucy. Dann ist da Linus, der kleine Kerl, der vorzeitig gealtert weise erscheint, aber den man immer sieht, fest seine Sicherheitsdecke halten sieht. Ohne diese Sicherheitsdecke kann der kleine Linus überhaupt nicht leben. Wenn er mal versucht, sich davon zu lösen, steht ihm der kalte Schweiß auf der Stirn und er bekommt Schüttelfrost. Die anderen Charaktere hänseln ihn deswegen. Seine Schwester Lucy droht ihn und fordert, er soll sich davon lösen. Aber ohne Sicherheitsdecke geht's dem kleinen Linus nicht weiter. In diesem besonderen Weihnachtsfilm ist Charlie Brown der Direktor eines Kinderweihnachtsspiels. Er ist durch den ständig wachsenden und geschäftlich bestimmten Geist der Weihnachtszeit frustriert und entmutigt. Auf einem Punkt schreit er heraus: Gibt es jemanden, der mir die wahre Bedeutung von Weihnachten sagen kann? Ein gelassener Linus sagt zu ihm: Ja, Charlie Brown, ich kann es. Linus geht dann in die Mitte der Bühne, ruft: Lichter an, bitte, und fängt an, auswendig die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium
zu zitieren. Am Ende seines Redens sagt er dann: Darum geht es an Weihnachten, Charlie Brown. Aber während seinem Erzählen passiert etwas wirklich Bemerkenswertes. Während Linus spricht, hält er seine geliebte Sicherheitsdecke fest. Dann kommt er zu der Nachricht des Engels, der den Schafshirten sagt: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Und genau in dem Moment, in dem Linus die Worte "Fürchtet euch nicht" spricht, lässt er tatsächlich seine Sicherheitsdecke los. Sie fällt auf den Boden, als Linus fortfährt: Denn euch ist heute der Heiland geboren. Beabsichtigte der Künstler Charles Schulz, dass das so passieren sollte, oder war es nur zufällig, dass Linus seine Sicherheitsdecke fallen lässt, genau in dem Moment, wo er die Worte spricht: Fürchtet euch nicht. Ich weiß es nicht, es kann oder es kann nicht beabsichtigt gewesen sein. Aber mir sagt es etwas. In ihren Ängsten halten sich viele Leute verkrampft an eine Sicherheitsdecke. Sie wollen sie einfach nicht loslassen. Sie können einfach den Gedanken nicht ertragen, ihren Dilemmas, Sorgen und Nöten zu stellen. Sie denken, sie müssten sich an ihren Besitztümern festhalten oder an ihrer Position auf der Arbeit oder an der Person, von der sie meinen, sie könne ihnen das unverzichtbare Sicherheitsgefühl geben. Einige Leute denken, sie brauchten eine Sicherheitsdecke, wenn es zur letztendlichen Frage kommt, nämlich: Bin ich ganz sicher, dass ich nach meinem Leben auf dieser Erde bei Gott im Himmel sein werde? Eine sehr wichtige Frage. Und ihre Sicherheitsdecke könnten die guten Dinge sein, die sie während des Lebens getan haben. Oder sie sagen: Ich habe mich so angestrengt, ein gutes Leben zu führen. Oder sie vergleichen ihr Leben mit dem von jenen, die Gottes Eintritt in den Himmel weniger verdient haben. An einem Weihnachten übergab ein Onkel von mir ein herrliches Bild. Es war ein Bild eines amerikanisch-Indianers. Und es war ein Gebet, das lautet: O du großartiger Geist, habe ich heute genug getan, um das Recht zu verdienen, morgen zu leben? Gute Dinge, genug gute Dinge getan zu haben, um das Recht nicht nur morgen, sondern für immer in Gottes Haus ewiglich zu leben, das ist durch uns Menschen unmöglich. Unsere sündhafte Natur und die Schuld aufgrund unserer Sünden würden uns vom Eintritt in das ewige Leben ausschließen. Die Jünger Jesu fragten ihn mal: Wer kann denn errettet werden? Darauf gab Jesus diese Antwort: Durch den Menschen ist es unmöglich, aber mit Gott sind alle Dinge möglich. Die gute Weihnachtsbotschaft ist, dass Jesus kam, um uns die letztendliche Heilung der Ängste zu geben, denen wir in Bezug auf unser ewiges Leben begegnen. Ein tröstendes Wort aus der Bibel: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ein wahrer Glaube an Jesus Christus gibt uns auch die Kraft, unsere Sicherheitsdecken loszulassen
und sich den Ungewissheiten und Herausforderungen des Lebens zu stellen. Halten Sie sich heute an einer Sicherheitsdecke fest, dann hören Sie wieder die gute Nachricht von Weihnachten. Der Engel sagte zu den Hirten und auch zu uns heute: Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Nur im festen Glauben an Jesus haben wir die Sicherheit, dass wir Gottes Kinder sind, dass Jesus auf sich unsere Sünden nahm und hat für uns gelitten und ist für uns gestorben und ist für uns wieder auferstanden. Das ist eine gute Nachricht, nicht nur für Weihnachten, sondern fürs ganze Leben. Mit diesen Gedanken wünsche ich euch allen gesegnete und frohe Weihnachten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Jetzt haben wir einige Weihnachtslieder. Wenn ihr den Text kennt, dann singt bitte mit. Und wenn ihr nur die Melodie kennt, dann summt bitte mit. Okay. Das erste Lied ist ein Wiegenlied. Das habe ich vor einiger Zeit gehört. Und ursprünglich in einem österreichischen Dialekt
Haben wir irgendeiner aus Österreich hier in der Gemeinde? Keine Österreicher. Und das war in einem Dialekt, da habe ich gedacht, das versteht doch keiner. Und jetzt haben wir es auf Hochdeutsch. Bitte. Und Angela. Angela hat sich besonders Mühe gegeben, das Lied zu lernen, weil sie kein Deutsch kann. Und jetzt haben wir ein bekanntes Wiegenlied, Still, Still, Still. Still, 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 weil's Kindlein schlafen will. Maria tut es wieder singen, ihre keusche Brust da bringen. Still, 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 weil's Kindlein schlafen will. Schlaf, 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 mein liebes Kindlein, schlaf. Die Engel tun schön musizieren, bei dem Kindlein jubilieren. Schlaf, 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 mein liebes Kindlein, schlaf.
sinnes Reich aufschließen, wenn wir einmal sterben müssen. Groß, 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 die Liebe ist übergroß. Gott hat den Himmelsthron verlassen und muss reisen auf den Straßen. Groß, 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 die Liebe ist die gute Nachricht, ein Kind ist uns geboren. Ein Kind ist uns geboren. Ein Kind ist uns geboren, das Gott und Mensch zugleich. Öffnet Herz und Ohren, ihr Christen, freuet euch. Zu Bethlehem im Stalle kehrt unser Heiland ein. Er kommt zum Trost für alle, geliebet wird er sein. Das Singen der frohen Engelschar, gekrönte Fürsten bringen Gold, Weihrauch, Myrrhe dar. Sie legen Herz und Krone zu Jesu Füßen hin. Sie sehen in Davids Sohne Gott selbst und reisen ihn. Ein Kind ist uns geboren, das Gott und Mensch zugleich. Eröffnet Herz und Ohren, ihr Christen, freuet euch. Lasst ihr den Frieden grünen, verbannet Zank und Streit, dass wir dir fröhlich dienen, jetzt und in Ewigkeit, jetzt und in Ewigkeit. Vielleicht etwas bekannter, süßer die Glocken nie klingen. Süßer die Glocken, die klingen, als der Weihnachtszeit. Gerade als ob Engelein singen, wieder von Frieden und Freud. Diese gesungenen, seligen Nacht, diese gesungenen, seligen Nacht, Glocken mit heiligem Klang, klinge die Erde entlang. Und wenn die Glocken klingen, gleich sie das Christkindlein hört, tut sich vom Himmel das Schwingen, eilet hernieder zur Erd. Segnet den Vater, die Mutter, das Kind, segnet den Vater, die Mutter, das Kind, Glocken mit heiligem Klang, klinge die Erde.
together and long. Klinget mit lieblichem Schalle über die Meere nachtweit, dass sich erfreuen doch alle seliger Weihnachtszeit. Alle dann jauchzen mit frohem Gesang, mit frohem Gesang, locken mit heiligem Klang, klinge die Erde entlang. Vor einigen Jahren hat Harry Belafonte uns das Lied Mary's Boy Child gegeben und wir haben es auf Deutsch gefunden. Und es gibt ein Refrain, und wenn ihr Lust habt, mitzusingen, bald schon klang ein Engelschor herab vom Himmelszelt. Freut euch, ihr Menschen, überall und Frieden für die Welt. Also bitte singt mit, wenn ihr wollt. Vor langer Zeit in Bethlehem, so wird es uns erzählt, brachte Maria ihren Sohn in einem Stall zur Welt. Josef, ihr Mann, kniete neben ihr, die Tiere sahen zu. So legten sie auf Heu und Stroh ihr kleines Kind zur Ruh. Bald schon klang ein Engelschor herab vom Himmelszelt. Freut euch, ihr Menschen, überall und Frieden für die Welt. Die Hirten auf dem Felde sahen in strahlend hellem Licht den Engel, der zu ihnen trat und sprach: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch allen große Freud. Jesus Christus, Gottes Sohn, ist euch geboren heut. Bald schon klang ein Engelschor herab vom Himmelszelt. Freut euch, ihr Menschen, überall und Frieden für die Welt. Über dem Stall stand hell und klar noch lang der Weihnachtsstern. Die heiligen drei Könige sahen ihn von fern. Viele Geschenke haben sie dem Christuskind gebracht. Und alle Kinder freuen sich doch heut auf diese Nacht. Bald schon klang ein Engelschor herab vom Himmelszelt. Freut euch, ihr Menschen, überall und Frieden für die Welt. Bald schon klang ein Engelschor herab vom Himmelszelt. Freut euch, ihr Menschen, überall und Frieden für die Welt. Ein bekanntes Lied auf Englisch, O Holy Night, jetzt auf Deutsch, O Heilige Nacht. Long, long die Welt
der erschien und die Seele überall. Die Hoffnung kam, die müde Seele jubelt, denn in der Ferne bricht an ein neuer Tag. Voll auf die Knie. Lasst uns beten. O Herr Gott, gnädiger Vater, der du in der Fülle der Zeit deinen Sohn hast lassen Mensch werden, dass er unser Fleisch und Blut an sich genommen hat und unser Bruder geworden ist, wir danken deiner Wahrheit und väterlichen Güte, dass du diesen Heiland uns geschenkt und uns durch seine Geburt von Sünden, Tod, Teufel und Hölle errettet hast. Und bitten dich, du wollest uns in rechter Erkenntnis dieses unseres Erlösers bis an unser Ende erhalten, auf dass wir über seine Geburt mit allen heiligen Engeln uns freuen und ihn mit dir und dem Heiligen Geist in seiner Glorie und Herrlichkeit ewiglich schauen mögen. Amen. Die Gemeinde erhebt sich bitte. Wir beten zusammen das Vaterunser. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, als wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gemeinde setzt sich, bitte. Schläft einsam nach.
schlaf im himmlischen Die Gemeinde erhebt sich bitte. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Thank you.